Und ein herzliches Willkommen an alle, ob Nichtchristen, Christen, wer auch immer ihr seid. In diesem Video geht es um uns alle. Leider gibt es große Missverständnisse, wenn es darum geht, Christ zu sein. Wir sind keineswegs perfekt oder besser als alle anderen. Der Unterschied besteht darin, dass wir Christen akzeptiert haben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass unsere Seele an einem von zwei Orten sein wird, und an einen dieser Orte wollen wir bestimmt nicht enden. Ich habe damals bereits an Gott geglaubt, aber ich habe Jesus außen vor gelassen, bis mich etwas dazu veranlasste, das Wort Gottes zu studieren, nämlich Jesus. Glaub mir, Geschwister, ich war einer der größten Sünder da draußen. Abgesehen vom Mord habe ich wahrscheinlich die meisten Sünden begangen, die ihr euch vorstellen könnt. Aber jetzt bin ich gerettet, versiegelt und bereit für die Entrückung. Die Bibel sagt uns, dass nach dem Tod nur ein Weg in den Himmel gibt. Dieses Vers unten, Johannes 14,6, der mich zur Reue brachte. Das ist aus dem Wort Metanoia, Strongs G3341, was bedeutet eine Änderung der Meinung. So, wir sind in Johannes Kapitel 14. Lass uns diese in Kontext lesen. Ich glaube, es ist wichtig. So, der Herr tröstet seine, wir vergleichen mit dem King James auch. So, Jesus tröstet seine Jünger, Jesus Christus, der einzige Weg zum Vater. Und es steht: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Nun, in der King James steht Mansions, ne? Was hier bedeutet, Villen. Ne? Nur so zur Info. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen oder Villen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin aber ich gehe, wisst ihr, und der Weg, ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wo du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Und Jesus spricht zu ihnen, dieses Vers, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich hatte schon bereits an Gott geglaubt damals, aber Jesus war irgendwie abwesend von meinem Glaube, bis ich diese Vers sah. Und das hat meine Meinung geändert über Jesus. Und seitdem gebe ich mich Jesus völlig hin. Okay. Okay, in diesem Video möchte ich auf 7 Aspekte des christlichen Lebens eingehen. Also schnappt euch ruhig was zu essen und trinken dabei. Sündigen wiedergeborene Christen? Ich hab's wieder vermasselt, was jetzt? Die Erlösung ist bedingungslos, nicht durch Werke. Gemeinschaft wiederherstellen mit Gott. Du kannst die Erlösung nicht verlieren, ewige Sicherheit. Das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Und 7. Der Glaube allein an das Evangelium der Erlösung durch die Blutsöhne Jesus Christus. Nun, die Antwort auf diese Frage sollte offensichtlich sein. Die Bibel macht sehr deutlich, dass wir alle ausnahmslos Sünder sind. Wie steht in Römer, Kapitel 3, 9, Vers 10 und Vers 23. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Okay, hier passte der Luther besser zu der King James bei dieser Verse. Okay. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle samt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten. Und werde ohne Verdienst gerechtfertigt, gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, durch die durch Jesus Christus geschehen ist. Denn hat Gott
den Glauben hingestellt zur Sühne in sein Blut zur Erweis seiner Gerechtigkeit, in den er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Die Bibel zeigt deutlich, dass Christen nach der Erlösung weiterhin sündigen. Niemand ist perfekt. Wie Jakobus den Lehrern schreibt in Jakobus 3, 1 und 2, Jakobus 3, 8, 4, 17 und in Philippa 3, 12, wie Paulus schrieb. Jakobus 3. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen, aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will, werden wir dann noch leben und wollen dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen, aber eins steht fest. Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Der Apostel Paulus, unser Apostel, wie es in Römer 11, 13 steht, schreibt offen und ehrlich über seinen Kampf mit der Sünde. Wenn ihr Zeit habt, sehe Römer 7, 14 durch 25. Jeder Christ wird mit der Sünde kämpfen. Der Apostel Johannes schreibt an alle Gläubigen, wenn wir sündigen, bringen wir es einfach zum Herrn. Wie steht in 1. Johannes 1, 8 durch 10. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Gewohnheitssünde wird nicht dazu führen, dass wir unsere Erlösung verlieren oder uns von Himmel fernhalten, aber sie kann unsere Gemeinschaft mit Gott behindern. Für Gläubige ist Christus, der alle Sünden bezahlt und auf sich genommen hat, wie unser Anwalt. Wenn wir sündigen, also es vermasseln, haben wir einen gerechten Fürsprecher beim Vater, wie es steht in 1. Johannes, Kapitel 2, 1 durch 3. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wessen Gebote? Die Gebote von Jesus und nicht die Gebote von Moses. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. In einem solchen ist die Wahrheit nicht.
Die Bibel macht deutlich, dass unsere eigenen Werke nicht dazu beitragen, die Erlösung zu verdienen. Wir werden nicht gerettet, weil wir rechtschaffene Dinge tun, wie wir sehen in Titus 3,5. Er rettete uns. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Wir werden nicht dadurch gerettet, weil wir gute Werke tun oder das jüdische Gesetz einhalten. Es ist Gottes Geschenk, wie wir sehen in Epheser 2, 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemanden sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das bedeutet, dass Opfergaben, das Halten der Gebote, der Kirchenbesuch, die Taufe und andere gute Taten niemanden retten können. Egal wie gut wir sind, wir können Gottes Standard der Heiligkeit niemals erreichen. Unsere Werke sind wie schmutzige Lumpen, wie wir sehen in Jesaja 64, 5. In deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Es gibt einige da draußen, die sich Christen nennen, die tatsächlich glauben, sie hätten sündlose Vollkommenheit erreicht. Sie hören sich Lehren der Dämonen an, sind selbst heuchlerisch und in Wirklichkeit teuflische Menschen, die christlich ähnlich erscheinen, in Wirklichkeit aber Teufel in Schafpelz sind, wie wir sehen in 1. Timotheus 4, 1 durch 5. 1. Timotheus 4. Gottes Geist sagt uns ausdrücklich, dass sich in dieser letzten Zeit manche von Gott abwenden werden, weil sie falschen Propheten hinterherlaufen und teuflischen Lehren glauben. Diese Verführer sind durch und durch verlogen. Ihr Gewissen haben sie zum Schweigen gebracht. Sie verbieten zu heiraten oder bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat Gott doch alles geschaffen, damit jeder, der an ihn glaubt und seine Wahrheit erkannt hat, auch diese Dinge dankbar von ihm annimmt. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist schlecht, für das wir Gott danken. Durch das Wort Gottes und das Gebet wird alles rein. Nichts kann uns da von Gott trennen. Sie sind diejenigen, die vom Glauben abgefallen sind, weil sie jetzt auf das vertrauen, was sie tun, und sich selbst zu retten und nicht mehr auf das vollendete Werk unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Wir werden allein durch den Glauben an Christus gerettet, nicht durch unser Verhalten als Person oder das, was wir tun. Diese Menschen sind sehr gefährlich, sie verdrehen die heiligen Schriften, vertrauen auf ihre eigenen Werke und Taten und spucken damit Jesus ins Gesicht, als ob das, was er getan hat, nicht genug wäre. Wir müssen sie um jeden Preis vermeiden. Sie sind die Ersten, die andere wahre Christen angreifen, sie an ihrer Erlösung zweifeln lassen, sie klein halten und sogar in den Selbstmord treiben. Ich hab's gesehen. Sie sei nicht eine dieser Leute auf der breiten Straße. Die Bibel warnte uns vor diesen selbstgerechten Prahler und ihrem Ende. Jesus' Verurteilung der Selbstgerechtigkeit war in seiner Behandlung der damaligen jüdischen Führung besonders hart. Sechsmal verurteilt Jesus in Matthäus 23 die Schriftgelehrten und die Pharisäer dafür, dass sie strikt an ihren legalistischen Tradition festhielten, um vor anderen besser dazustehen. Das Gleichnis von Pharisäer und den Zöllner wurde von Jesus ausdrücklich denjenigen erzählt, die auf sich selbst vertrauen, dass sie gerecht waren und die anderen mit Verachtung behandelten, so wie wir sehen in Lukas 18, 9 durch 14. Der Pharisäer ging davon aus, dass Gott ihn aufgrund seiner eigenen Taten akzeptierte, während der Zöllner erkannte, dass es ihn nichts gab, was Gott dazu veranlassen könnte, ihn zu billigen. Dieser Mann war bescheiden.
Wenn der Mensch in die Sünde fällt, wird die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen. Die Beziehungen zu anderen werden angespannt und die Dinge scheinen immer frustrierend zu sein. Nur durch die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus kann die Freude der Erlösung wiederentdeckt und geschätzt werden am vollsten. Paulus sprach über alles, was er erreicht hatte, als er das Gesetz gewissenhaft befolgte, bevor er mit dem auferstandenen Christus konfrontiert wurde. Paulus kam zu dem Schluss, dass alles wie ein Haufen Mist im Vergleich zu der Vorzüglichkeit der Kenntnis von Christus Jesus sei, wie steht in Philipper 3, 7 durch 10. Nun, hier spricht Paulus, wir fangen im Vers 5 an. Ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, so dass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Ein Christ ist eine Person, die voll und ganz auf Jesus Christus als den einzigen Erlöser vertraut hat, aus Gnade durch Glauben, nicht durch das Gesetz, gerettet wurde und daher den Heiligen Geist besitzt, Johannes 3, 16, Apostelgeschichte 16, 31 und Galater 2, 21. Fangen wir an, Vers 15. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Apostelgeschichte, Kapitel 16, fangen wir bei 30 an. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Galater 2, 21. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ein Christ ist eine neue Schöpfung. Sie sind in Christus. 2. Korinther 5, 17. Damit ein Christ die Erlösung verliert, musste die neue Schöpfung zerstört werden, was unmöglich wäre. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns in der Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ein Christ ist erlöst, 1. Petrus 1, 18 und 19. Das Wort erlöst bezieht sich auf einen Kauf, bei dem ein Preis gezahlt wird. Wir wurden mit dem Blut Christi erkauft. Damit ein Christ die Erlösung verliert, musste Gott selbst sein Erwerb des Einzigen widerrufen, für den er mit dem kostbaren Blut Christi bezahlt hat. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber und Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel,
sondern mit kostbarem Blut Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Ein Christ ist gerechtfertigt, Römer 5,1. Rechtfertigen heißt, für gerecht erklären. Alle, die Jesus als Retter annehmen, werden von Gott für gerecht erklärt. Römer 5,1. Da wir nun aus was glauben, gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Machen wir noch Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der was? Gnade, in der wir stehen und in wir ruhen aus der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ein Christ ist von Gott geprägt, vom Geist versiegelt. Epheser 1, 13 und 14. So, wir sind in Luther, weil es besser zu der King James passt. Ich vergleiche immer alle Versionen oder die gängige Version mit der King James, weil der King James ist das perfekte, präservierte Wort Gottes aus der Textus Receptus. Okay, Vers 13. In ihn, wen? Jesus. Seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr was? Glaubig wurdet. Und sind wir was? Versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum wurden zum Lob seiner Herrlichkeit? Damit ein Christ die Erlösung verliert, müsste Gott das Siegel löschen, den Geist zurückziehen, die Anzahlung annullieren, sein Versprechen brechen, die Garantie widerrufen, das Erbe behalten, auf der Lobpreis verzichten und seine Herrlichkeit schmälern. Gemäß Römer 3,28 werden wir durch den Glauben gerechtfertigt und nicht durch das Werke des Gesetzes. Okay, Römer Kapitel 3, fangen wir hier an, Vers 27. Wo bleibt nun das Ruhm? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. So, bevor einer in den Kommentarbereich sagt, aber du hast nicht weitergelesen, geh mir runter zu euer Vers. Die werden argumentieren, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Ja, wir sind entweder unter dem Gesetz oder unter dem Glauben. Und um gerettet zu werden, müssen wir unter der Glaube sein und nicht unter das Gesetz. Das Gesetz wird weiterhin benutzt bei der große weiße Throngericht, wahrscheinlich um die Verlorenen hier nach dem Gesetz zu richten. Also das Gesetz ist damit nicht abgeschafft, aber für uns Gläubige ist Geld nicht mehr. Ein Christ kann die Erlösung nicht verlieren. Das meiste, wenn nicht alles, was die Bibel sagt, uns passiert, wenn wir Christus annehmen, wäre ungültig, wenn die Erlösung verloren gehen könnte. Die Erlösung ist die Gabe Gottes und Gottes Gaben sind unwiderruflich, wie steht in Römer 11, 29. Ein Christ kann nicht ungeschaffen werden, das Eingelöste kann nicht ungekauft werden. Das ewige Leben kann nicht vorübergehend sein, Gott kann sein Wort nicht verleugnen, der Heilige Schrift sagt, dass Gott nicht lügen kann, wie steht in Titus 1, Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewige Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Sobald wir unser Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus gesetzt und das Evangelium unserer Erlösung gehört haben, der Heilige Geist lebt in uns und versiegelt uns bis zum Tag der Erlösung, wie steht in Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung.
Das Wirken des Heiligen Geistes im Gläubigen wird Heiligung genannt und dauert bis zu unserem Tod oder unserer Entrückung. Seine Arbeit ist progressiv. Das heißt, dass nach und nach beginnen wir, uns von innen nach außen zu verändern, was dazu führt, dass wir mit der Zeit immer weniger sündig werden. Dies ist ein schrittweiser Prozess und geschieht nicht auf einmal oder über Nacht. Wir müssen ihn einfach sein Werk in uns tun lassen und uns daher nach und nach seinen wohlwollenden Überredungen beugen. Er versprach, dass er, wenn er ein gutes Werk in uns beginnt, dieses Werk auch zu Ende bringen wird, wie wir sehen in Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das Wort Evangelium bedeutet wörtlich gute Nachricht. Aber um wirklich zu verstehen, wie gut diese Nachricht ist, müssen wir zuerst die schlechte Nachricht verstehen. Als Folge des Sündenfalls im Garten Eden haben wir die Sünde geerbt, wie steht in 1. Buch Mose 3,6. Jeder Teil des Menschen, sein Verstand, seine Wille, seine Gefühle und sein Fleisch wurde durch die Sünde verdorben. Die gute Nachricht ist, dass Gott in seiner Barmherzigkeit einen Weg für uns zur Versöhnung geschaffen hat, Jesus Christus. Der kam und hat die Strafe für unsere Sünden durch sein Opfer am Kreuz bezahlt, wie wir sehen in 1. Korinther 15, 3-4 und 2. Korinther 5, 21. So, hier ist unser Evangelium. Paulus spricht. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. Damit machte Jesus allen anderen Opfern und dem alttestamentlichen Gesetz ein Ende für alle, die glauben. Mit dem Vergießen seines Blutes zahlte er den höchsten Preis für unsere Erlösung. Wenn wir an das glauben, was er erreicht hat, sind wir gerettet. So einfach ist das. Okay, ich möchte euch fürs Zuschauen danken. Bitte teilt diese Nachricht den Verlorenen mit. Die Zeit drängt. Die Welt wird von Tag zu Tag dunkler. Lasst uns die gute Arbeit beenden, die wir begonnen haben. Ich liebe euch alle im Herrn. Bis dahin, Maranatha.